am Rathaus im Innenstadtbereich. Die Fans, sie warten auf RB Leipzig. Es ist tatsächlich passiert. Zum zweiten Mal Pokalsieger gestern in Berlin. 2:0 Sieg gegen die Frankfurter Eintracht. Wir werden uns die Tore nachher ansehen. Wir werden alle Emotionen einfangen. Viele tausend Leipziger sind gekommen, um von unten die Eintragung der Mannschaft ins Goldene Buch mitzuverfolgen. Sie wird anschließend dann heraustreten hier zu den Fans am Rathausplatz. Sie haben sich jetzt schon über Stunden eingesungen. Freed vom Desire, natürlich der Leipziger Song der letzten Tage, hat man gerade gestern in Berlin immer wieder gehört. Die Mannschaft hat durchgefeiert im Clubtheater Berlin am Potsdamer Platz. Auch dazu wird es Bilder geben. Und da hinten war er gerade zu sehen, der Leipziger Bus. Die Mannschaft ist bereits angekommen. Timo Werner mit dem Pokal. Klar, Sonnenbrillen hier und da. Dominik Szoboszlai links, der Ungar, hat keine. Wir sehen Konrad Leimer. Und sie gehen jetzt da hoch im neuen Rathaus, direkt in den Ratsplenarsaal. Normalerweise wird dort geheiratet. Heute tragen sich die RB-Spieler hier mit Nkunku, Christopher Nkunku, wichtiger 1:0-Torschütze von gestern. David Raum ist zu sehen. Werden sich jetzt eintragen ins Goldene Buch. Wohin geht's? Timo Werner hat einen Blick aufs Buffet geworfen. Konrad Leimer, Danny Olmo ist da, Firebeast gestern, der Mann mit den Rasterlocken, Simakon, er ist eingewechselt worden hier ganz rechts. Die Legende Yusuf Paulsen kam in der 61. Minute für Timo Werner. Die Tore, sie fielen danach. Und ganz offensichtlich gab es unterwegs wenig zu essen. Deshalb erstmal ran an die Potato Sticks. Er nimmt einen Burger. Die gesamte Mannschaft also jetzt hier im Raum. Es ist nicht ganz klar, wie es weitergehen wird. Thomas Kunze jedenfalls ist direkt hier in der Halle bereit, Interviews zu führen. Möglicherweise auch mit Josko Gvardiol, der hier mit dem Rücken zu uns steht. Da ist er, Thomas, deine ersten Eindrücke? So, dann, Eik, dann lass mich doch gleich mal reingehen. Ja, alles fantastisch. Jungs sehen ein bisschen müde aus. Wir machen auch mal ein bisschen Platz, gehen mal ein bisschen weg, dass sie in Ruhe essen können. Die Nacht war lang, die Nacht war hart. Im Club in Berlin, dort im Theaterclub. Und jetzt gibt es eben erstmal Burger und das nicht ganz so gesunde Sportleressen. Der Fahrplan sieht Folgendes vor. Jetzt wird sich hier gestärkt, bisschen was getrunken, bisschen was gegessen. Dann geht's mit 5 Spielern in den Plenarsaal. Die dürfen dann vor dem goldenen Kamin sich eintragen ins goldene Buch der Stadt. Die anderen werden dabei sein. Und dann haben wir sicherlich auch die Chance, das ein oder andere Interview zu führen. Wir haben ja die Bilder gesehen, gerade beim Eingang, beim Einlaufen der Mannschaft und beim Einfahren des Busses. Der Burgplatz mit 8000 Leuten komplett gefüllt. Das ist auch die Kapazitätsgrenze. Da müssen Sie ein bisschen aufpassen. Nachher auf der Festwiese ist dann ein bisschen mehr Platz. Und dann wird der Pokal präsentiert aus dieser Übergangsbrücke auf den Burgplatz. Da können die Fans dann erstmals die Mannschaft und den Pokal feiern. Und dann geht der Auto so in aller Ruhe über die 3,3 Kilometer aus dem Zentrum auf die Festwiese in Schritttempo. Da kann auch jeder mitlaufen. Jetzt geben wir den Jungs hier mal so ein bisschen, ein paar Minuten Zeit, zeigen euch aus einer gebotenen Distanz, wie sich die Herrschaften so ein bisschen stärken. Und dann geht es gleich rein in den Plenarsaal. Und dann bin ich auf ein paar Reaktionen gespannt, wie es den Jungs so geht. Ob Marco Rose vielleicht möglicherweise einer von den 5 ist, die sich eintragen werden ins Goldene Buch der Stadt. Soweit wir das mal recherchiert haben, hat das noch kein gebürtiger Leipziger Fußballer geschafft. Für ihn natürlich was ganz, ganz Besonderes. Gestern ja diese fantastischen Bilder auf der Pressekonferenz, als die Mannschaft die PK, die Pressekonferenz, das Podium mit Bier geflutet hat. Dann ist sogar die Sicherung rausgeflogen. Es ging nichts mehr, was die Mikrofone betraf. Marco Rose hat das dann super professionell in einer ganz engen Situation mit all den Kollegen geklärt. Bin gespannt, wie er sich hier nachher präsentiert. Eins kann man schon mal sagen, ich sehe verdammt viele Sonnenbrillen und extrem hungrige Sportler. Eik, ich überlasse euch mal noch ein paar Bilder jetzt hier aus dem Wandelsaal des neuen Rathauses, und vielleicht guckt ihr auch noch mal unten nach auf dem Burgplatz, was bei den Fans so los ist. Wir haben ja genug Bildfans da heute.
Danke, danke, Thomas. Sobald du mit einem Interview zur Verfügung stehst, melde dich sofort. Wir sehen Marco Rose gestern auf der Pressekonferenz in Berlin. Da sind sie, die Bilder, die Thomas gerade angesprochen hat. Nyland von hinten, der Torhüter, ein Spiel hat er gemacht mit der vollen Bierdusche für Marco Rose, der alles über sich ergehen lässt. Kevin Campbell zentral macht den Trainer nass. Forsberg mit dabei. Schöne, emotionale, nasse Bilder. Er hat es über sich ergehen lassen. Und jetzt sind wir wieder drin im Wandelsaal. Und Sie sehen, dass die Spieler natürlich in den Burger hineinbeißen. Hat ganz offensichtlich heute früh bei dem einen oder anderen nicht geklappt mit dem Frühstück. Um 11 war die Abfahrt. Sie haben lange gewartet. Die Autobahn von Berlin nach Leipzig überfüllt heute Morgen in Beelitz. Jede Menge Stau. Klar, Frankfurter und Leipziger Fans sind gemeinsam zurückgefahren. Und mittendrin Sie hier, Haidara, Christopher Nkunku. Und das mit dem Essen, das war, das sehen Sie, ganz offensichtlich eine wunderbare Idee. Simakon mit seinem Stirnband. Und wir gehen mit der Kamera nochmal an den nächsten Tisch. Da sehen wir Janis Blaswig hier links, Orban, Henrichs, Olmo ganz links, Gulacsi. Sie haben Hunger, die Jungs. Und das können sie auch. Gestern dieser 2:0-Sieg in der 71. Minute ging's los. Der Torschütze Christopher Nkunku. Ein bisschen Glück war da. In Salzburg schon unter Rose ausgebildet. Sie holen bisher meist die richtigen auf allerhöchstem Niveau. Nur wenn das so bleibt, wird RB auch zukünftig um Titel, vielleicht sogar international, mitspielen. Jetzt ist ein Mikrofon da. Letztes Jahr haben wir zum ersten Mal den Pokal von diesem Verein geholt, zusammen als Mannschaft. Da kamen wir hin, da war Euphorie, Ekstase, alles war da. Und dann heute wieder hier zu stehen und zu sagen, wir haben es wieder gemacht, der Pokal bleibt bei uns. Ganz neu. All right.
bin sehr stolz auf euch, Jungs, Mädels und auch auf euch da draußen. Vielen, vielen Dank, Gladys. Kevin Campbell will deutscher Meister werden. Endlich. Der Trainer hat davon noch nicht gesprochen. Und jetzt versucht Tim Tölke hier die Abfahrt zu organisieren. Da muss natürlich ein bisschen Platz geschaffen werden. Die Ordnungskräfte kämpfen jetzt für einen kleinen Korridor, in dem der Bus dann hier um den Burgplatz nochmal herumfahren wird. Das zumindest ist der Plan. Und immer wieder fliegen da Trikots in der Hoffnung, noch ein Autogramm zu erwischen. Also Kevin Campbell sprach davon, dass er nirgendwo eine solche Identität, eine solche Begeisterung erlebt hat wie bei RB Leipzig. Er spielte früher für Bayer Leverkusen, kam vom VfB Solingen, dann Greuther Fürth, nochmal Bayer Leverkusen. Er war in Aalen bei Red Bull Salzburg, 14 Bundesligaspiele bei Borussia Dortmund und dann wieder zurück zu seinem Ausbildungsverein zu Bayer Leverkusen, bevor er hier in Leipzig 2 Titel feiern konnte, 2-mal den DFB-Pokal holte, den er jetzt stolz präsentiert, Kevin Campbell. So, der Bus findet jetzt hier seinen Weg durch die Fans. Szoboszlai hat keinen Stift, aber wir haben die Interviews des gestrigen Abends geführt durch Stefanie Müller-Spirrer. Los geht's mit dem Mann von der linken Seite, mit Marcel Halstenberg. Marcel Halstenberg, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Der erste Pokalsieg und zu Ende gespielt. 90 Minuten, das stimmt. Letztes Jahr hat die Mannschaft es geschafft, das Ganze zu drehen. Elfmeterschießen und dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, keine rote Karte. Ein, zwei Sprüche gekriegt die ganze Woche, Familie, als auch in der Mannschaft. Aber ja, wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft über 90 Minuten und die Mannschaft war eiskalt. Wie hat es sich angefühlt, mit Abpfiff auf dem Platz zu stehen, dabei zu sein und erneut Pokalsieger zu sein? Ja, noch surreal. Also in 2 Jahren jetzt 2 Pokaltitel zu gewinnen, unglaublich. In der ganzen Karriere jetzt die 2 Titel dann zu haben hintereinander. Einfach schön. Rückrunde noch erfolgreich gespielt, Champions League Quali geschafft, jetzt mit dem Pokal gekrönt. Wie war denn die Stimmung in der Halbzeit in der Kabine? Die erste Halbzeit so ein bisschen faserig, beide nicht so risikofreudig. Wie war denn die Stimmung in der Kabine? Was haben Sie sich gegenseitig gesagt? Trotzdem waren wir konzentriert. Der Trainer hat die richtigen Worte gefunden. Klar, schwieriges Spiel. Vielleicht beide Mannschaften ein bisschen nervös, tasten sich ein bisschen ran. Wir hatten 1-2 gute Chancen mit Timo, mit Christo. Aber haben uns einfach vorgenommen, da weiterzumachen in der zweiten Halbzeit. Nochmal eine Schippe draufzulegen. Und ja, auch beim ersten Tor sieht man, wenn Christo nicht schießt, also dann macht er gut. Überragend, wenn er aber nicht schießt, dann geht der Ball vielleicht nicht rein. Abgefälscht 1 oder 2 Mal und ja, dann hinten raus einfach eiskalt gewesen, auch beim 2-0. Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, wie haben Sie denn dieses 1-0 erlebt? Von außen sah es aus wie so ein, okay, irgendwie ist das Ding jetzt drin, Tor. Genau, ja, wie ich sage, links außen ist, glaube ich, Christo an den Ball gekommen, nach innen gedribbelt und schießt einfach. Und dann wie so ein Ping-Pong-Tor, Trapo geht dann in die Ecke, der Ball geht, glaube ich, in die Mitte rein. Und, ja, aber ist eigentlich egal. Hauptsache, wir treffen und gewinnen. Und danach war irgendwie bei den Frankfurtern wieder Stecker gezogen, muss man sagen. Da hat RB total gedrückt, dann ja auch noch das 2-0 gemacht. War dann klar gefühlt, das holen wir jetzt, das können wir jetzt holen? Also nach dem 2-0 war ich mir sicher, dass wir das holen. Das war schon überragend von uns. Haben eigentlich eine Chance noch zugelassen, von Götze, glaube ich.
Trotzdem haben wir nichts anbrennen lassen so richtig und seriös so runtergespielt. Feiert man jetzt den doppelten Pokalsieg auch doppelt? Mal schauen. Also wir haben schon gesagt, letztes Jahr war es halt unglaublich emotionaler. Auf jeden Fall. Man liegt 0-1 zurück, man schießt das 1-1 hinten raus, Verlängerung, Elfmeterschießen, das war auf jeden Fall emotionaler. Aber trotzdem werden wir unser Bestes geben, dass wir das auch sehr, sehr gut feiern. Und morgen, wie groß ist die Vorfreude auf Leipzig zurück, wieder mit dem Pokal? Ja, sehr groß. Also ich bin echt gespannt, was die Leipziger für uns machen, wie sie uns empfangen. Dann genießen Sie es. Vielen Dank, Marcel. Danke. Was ist das Allerbeste am heutigen Tag, Lukas? Ja, dass wir hier wieder den Titel gewonnen haben, definitiv. Aber eigentlich eine doppelte Party für Sie. Ja, für mich ja, aber Geburtstag hat man jedes Jahr und Titel gewinnt man jetzt nicht unbedingt jedes Jahr. Aber beides zusammen, wie fühlt sich das gerade an für Sie? Nehmen Sie uns mal mit. Ja, extrem cool. Haben natürlich im Vorfeld mich auch schon einige Nachrichten erreicht und wie gesagt, es freut mich einfach sehr auch für die Mannschaft, für die mitgereisten Fans hier, dass wir das Ding hier wieder gewinnen konnten. Müssen Sie was Spezielles ausgeben als Geburtstagskind heute und Pokalsieger? Das weiß ich noch nicht, das werden wir später dann auch sehen, könnte sein. Aber haben Sie das schon so allmählich realisiert, dass diese Pokalreise zum zweiten Mal nicht nur im Finale endet, sondern auch mit dem Titel, mit dem Pokal für Leipzig? Ja, ich denke so, das richtige Realisieren kommt erst in den nächsten Tagen. Es war für uns auf jeden Fall auch wieder eine ganz besondere Reise. Gerade in diesen K.O.-Spielen, das ist schon immer was Besonderes. Auch in den ersten Runden kann die Reise immer relativ schnell vorbei sein. Aber wir, haben in allen Spielen eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung auch gezeigt. Und auch heute haben wir wieder alles reingehauen. Es war nicht ein ganz einfaches Spiel. Ich glaube, es war auch nicht unbedingt unser bestes Spiel. Aber am Ende des Tages spielen wir, um zu gewinnen. Und das haben wir heute gemacht. Warum wirkte das stellenweise vor allem in der ersten Halbzeit so zäh? War das einfach auch so ein bisschen die Risikoscheue von beiden Teams? Ja gut, ich glaube, dass hier heute schon noch zwei gute Mannschaften aufeinander getroffen sind, die sich wahrscheinlich auch gut vorbereitet haben. Wir wollten einen guten Mittelweg finden zwischen auf der einen Seite Geduld und auf der anderen Seite auch immer mal wieder in die Tiefe zu spielen. Wir haben es vielleicht in der einen oder anderen Situation ein bisschen zu geduldig gespielt, aber vielleicht haben wir dann hinten raus auch insofern davon profitiert, dass die Frankfurter Beine dann vielleicht ein bisschen müder waren und wir dann noch ein bisschen mehr Umschalträume dann auch hatten nach dem 1-0. Wie haben Sie denn das 1-0 gesehen? Gefühlt ist das so ein irgendwie war der drin Tor. Wie haben Sie den Moment erlebt? Ja, so kann man ihn, glaube ich, ganz gut beschreiben. Ich glaube, da haben wir einfach so ein bisschen das Glück erzwungen. Vielleicht hat das Spiel auch so einen Dosenöffner gebraucht. Dosenöffner im wahrsten Sinne des Wortes. Willi Orban hat gesagt, nach Berlin kommen ist so ein bisschen wie nach Hause kommen mittlerweile. Und jetzt nimmt man zum zweiten Mal den Titel mit nach Hause. Wie wird das gefeiert, bitte? Ja, auf jeden Fall sehr, sehr lange heute. Wird noch mehr verraten? Ich bin tatsächlich nicht so in die Planung involviert, von daher lasse ich mich da überraschen, was der Abend noch so bringt. Was erwarten Sie denn morgen zurück mit dem Pokal erneut in Leipzig? Ja, ich denke, dass es ähnlich wird wie das letzte Jahr. Es war eine sehr tolle und schöne Tour auch da durch Leipzig und ich denke, dass es morgen ähnlich wird. Dann genießen Sie das, schönen Abend und alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, Christoph Paulsen. Ich sage das zum zweiten Mal im zweiten Jahr hintereinander. Wie fühlt es sich an? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Einfach Freude und Stolz. Dieses Jahr noch verdienter. Super Spiel haben wir abgeliefert, speziell zweite Hälfte. Und ja, fühlt sich einfach geil an, zu gewinnen. Ihr Trainer hat Sie gerade sehr gelobt, wie viel Energie reingekommen ist mit dem Wechsel, als Yusuf Paulsen eingewechselt wurde. Wie haben Sie das Spiel denn auf dem Spielfeld dann erlebt? Wir waren auf jeden Fall gut in der zweiten Hälfte. Wir haben viele Fehler erzwungen, was wir in der ersten Hälfte nicht so gemacht haben. Und haben gut nach vorne gespielt, viele Torchancen rausgespielt und machen... zwei gute Tore, hätte sogar noch mehr machen können, vielleicht sogar müssen. Und deswegen war einfach geil. Nehmen Sie uns mal mit in diesen kuriosen Moment des 1-0. Ich habe es das irgendwie drin Tor genannt, weil das so ein, wie auch immer, er war plötzlich drin. Wie haben Sie es denn gesehen auf dem Platz? Ja,
ich weiß gar nicht, was vorgegangen ist, aber auf jeden Fall Christo dribbelt irgendwie durch den 16er und schießt aufs Tor und wird abgeprallt. Und also von meiner Winkel war das schon zu sehen, dass er reingeht, weil so ist es oft, wenn der Abpraller ist und der Torwart auf dem Weg in Andijk ist. Ein bisschen Glück ist, ja, ist manchmal dabei, aber war trotzdem, ja, wie gesagt, verdient zu dem Zeitpunkt. Und ja, einfach wieder auf unserer Seite zu feiern, das macht es auch noch ein bisschen besser. Sie haben vorher im Interview gesagt, dass natürlich dieser erste Pokalsieg im vergangenen Jahr sensationell war, aber dass der zweite fast noch cooler, noch wichtiger ist. Was ist denn jetzt anders, Titelverteidiger zu sein? Es ist einfach noch mehr Stolz und die Art und Weise. Also letztes Jahr war geil an sich, weil das einfach knifflig war, aber so zwei Finalen, glaube ich, will man nicht haben, weil das zieht schon sehr viel, aber trotzdem immer noch geil. Dieses Jahr war einfach mehr reif, würde ich sagen, und das macht mir einfach noch mehr Stolz. So kann man auch ein schönes 10-jähriges Jubiläum in Leipzig feiern, ne? Josef Paulsen 2013 gekommen, 2023 zweimal deutscher Pokalsieger, das muss man auch erstmal nachmachen. Wie wird gefeiert, wollen wir wissen, Jussi? Gute Frage, das habe ich mir gar nicht so richtig zugehört, glaube ich, bei den Sachen, was gesagt wurde. Ich weiß auf jeden Fall, ich gehe gleich ein Bier holen und nicht nur eine und dann gucken wir mal. Also der Trainer hat gesagt, er wird wenig schlafen, bis gar nicht? Bis gar nicht. Okay, dann wird Jussi Paulsen gar nicht schlafen. Viel Spaß dabei. Danke. Sie sehen, unser Kameramann, er müht sich, aber zwischen Medienbus und Mannschaftsbus, da sind jetzt schon ein paar Meter, jetzt durch die Scheibe gefilmt. Es ist mächtig was los in Leipzig. Der Mannschaftsbus nun auf dem Weg hin ins Stadion. Da wird es das große Fanfest geben, ein Tag, der für die Leipziger Spieler kaum enden wird. Immer wieder werden Trikots nach oben geworfen, unterzeichnet. Und so geht's jetzt im Schritttempo, verfolgt von tausenden Leipziger Fans hin zum Stadion, wo noch einmal viele Fans warten werden. Da ist er wieder, der Bus von RB Leipzig. Auch in der Messestadt gibt es Tauben. Und jetzt in aller Gemütlichkeit rüber zum Stadion. Das war er, der Livestream der Rückkehr von RB Leipzig. Zum zweiten Mal Pokalsieger. Die Feierlichkeiten, sie gehen noch den ganzen Tag weiter. 17 Uhr dann, wenn Sie mögen, live in der ARD bei Brisant. Stefanie Müller-Spirrer ist dann beim Fanfest, wird sich von dort melden. Wir werfen noch einen letzten Blick hinein in die Mannschaft, die jetzt eine gewisse Ruhephase bekommt. Auf dem Bus zumindest ein bisschen isoliert ist. Die Pokalsieger von 2023. Das war's von meiner Stelle. Danke, dass Sie mit dabei waren. Immer wieder gern bei Sport im Osten.